Hey Leute, hier ist wieder euer Giga Tobi und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, wir sind jetzt in Episode 4, Abenteuer im Land ohne Namen. Yo. Und Nami hat jetzt einen schweren Fieber und wir müssen sie schnellstens zum Arzt bringen. Wir müssen aber darauf aufpassen, dass sie nicht einfriert, also, dass sie nicht damit umkommt. Achso, ja, da hinten können wir sie jetzt aufwärmen. So, damit wir Zeit gewinnen. Okay. Schauen wir mal. Okay, achso, ja, nee. Hat sich schon erledigt. Speichern wir aber dennoch. So, wunderbar. Kommen wir hier irgendwo weiter? Überall hier so versperrte Tore. Aber hier kommen wir weiter. Ja. Yeah. Wow. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Werden wir schon schaffen. Wir sind hart im Nehmen, wir sind die Sturmhutbande. Wow. Gar nicht cool. Sanji! So. Mit seinem Kopf. Das ist ja mal cool gemacht. Gum Gum Glocke. Die Moves sind so cool. Achso, ja. Bam. Ach ja, dahin, okay. Ich bin unterwegs. Dahin. Bam. So, hier waren wir ja schon mal. Aber jetzt können wir hier weiter. Weil wir jetzt die Glocke drauf haben. Der haut Ruffy richtig auf die Glocken mit seinem Kopf. Eieiei. Stürzt alles hier ein, irgendwie. So, aber wir kriegen Nami sowieso auf jeden Fall hier weg. Das wäre doch gelacht. So, Nami, weiter geht's. Oh nein, oh. Ich lieb das immer, wenn ich mit dem PlayStation Controller manchmal hier die Tasten von der Xbox verwechsel. Macht der Gewohnheit. Nami natürlich. Er denkt schon an Ruffy. Er läuft ja allein hier schon mit nur so sein Shirt darum. Der muss ja echt die Kälte abkönnen. Mm. Wow. Na, auf jeden Fall eine Menge an Soldaten da unten wieder. Ach, da. An einen ruhigen Ort zurücklassen, da drüben. Da kann sie sich erholen. Warte!
Oh, puh. Wie unfair ist das denn? Wo gibt's einen sicheren Ort? Hallo? Aha. Wie soll ich denn jetzt... Okay... Ja, gut. Das war nicht schlecht, Ruffy. Ui. 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 Jetzt weg. Ui. So, Schätzelein. Halte durch, Baby. Wenn ich wieder zurück bin. So, sehr schön. Jetzt kann ich Sanji helfen. Von Warpool, die ganzen Handlanger, natürlich. Warpool ist auch so ein Ungeziefer, den wir noch besiegen müssen. Also der ist auch ein fieser Typ auf jeden Fall. Der denkt nur an sich. Und alle anderen in diesem Land sind ihnen egal. Und dann will er irgendwie hier der Herrscher auf dieser Insel werden. Das kann sich abschminken. Ah, da wollte ich jetzt nicht, aber gut, okay. Naja. Bam! Ihr hinterhältigen Mistkerle. Da ist auch noch einer. Bam. Haben wir eigentlich alle besiegt? Ne, einer ist noch übrig. Hä? Da bist du ja. Ich komme, Nami. Komm, Schätzelei, weiter geht's. Das Sanji. Gleich geschafft, ja. Oh nein, diese Hasen. Die sind so nervig, aber naja, würdet ihr ja schon dann noch sehen. Also. Ah. だろ。なんだこの動きは。ゴリラかよ。違う。白熊だ。ウサギだよ。お前今ゴリラって言ったじゃん。イカルフィ。お前は絶対にこいつらに手出すな。わかった。戦わねえ。 So, jetzt spielen wir mit Sanji. Der Style, der Typ. Und, als Koch gibt er ihm mit seinen schönen heißen Tritten eine schöne Beilage der Hitze. Nein, auf jeden Fall gibt er mit seinen heißen Kicks den Gegnern sowas von den Kochlöffel. Bam, wow. Denkt ihr, ein Koch ist so leicht zu besiegen? Ihr Schwachköpfe, wow. Da muss man sich einfach voll dran gewöhnen, an den
schnellen Stil von Sanji mit seinen ganzen Kicks. Hackfleisch, Klasse C, okay. Ah, oh, Mann! Ah, das ist das, oder was? Ba. Ist ja geil gemacht. So stylisch. Au! Ah, diese blöden Distanzkack. Bleib stehen, Mann, blöder Kanickel. Das ist nicht cool. Mann, ich muss voll an Sanji gewöhnen. So, jetzt. Ja, sehr schön. Jetzt geht das doch allmählich, oder? Sei mal ehrlich. Na, ah, komm. Kanickel. Nein, ich wollte ihn eigentlich nach oben kicken, aber irgendwie kann man die wohl nicht. Hartnäckige Viecher. Dropkick. Weil die Hände braucht er zum Kochen und so weiteres. Weil wenn er mit Fäusten kämpfen würde, dann kann er ja nicht so genial kochen, unser Sanji. Oh. Bam. Geht doch, blöde Kanickel. Ja, für Nami würde er alles machen. Wow, eine Lawine. Ganz schön hinterhältig. So, speichern wir erstmal. Spion, es geht nicht mal um eine Runde speichern, ne? So. Wunderbar. Da geht's weiter. Oh, wunderbar. Wow. Herunter. Achso, naja. Müssen wir wohl hier weiter. Ah, sehr schön. Hier kann sie jetzt rasten. Ist kein Ruffy. Oh. Müssen wir uns beeilen, verdammt. Da oben. Ah. Verdammt, nein. Oh. So. Hä? Nein. So. Gegenstände werfen. Okay. Und schon haben wir Feuer. Sehr schön, jetzt müssen wir noch Nami aufwärmen. Komm, Nami. Okay. Oh Mist.
Wie weit geht der Akku noch? Oh. Shit. Mann, so. Was wird da hinten werfen? Oh, verdammt. So, da wird auch unser Weg. Ja, wir dürfen ja natürlich die Nami ja nicht vergessen. Können sie ja nicht hier lassen. Sprinte nach, hier. Ruffy. Nein! Ah, warum drücke ich denn auf Kreis? Ah, oh, ich wollte doch R2 drücken. Das ist so nervig. So, wunderbar. So. Yeah. Oh, ein weiterer Speicherpunkt. Und einige Sachen, die wir auch noch lüften müssen. Ich werde einfach mal speichern, Leute. Und ja. Wir werden uns dann im nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr in diesem Mal wieder dabei sein würdet. Und dann schaut einfach auch meine anderen Projekte, wenn ihr Bock habt. Also haut rein!